haben inzwischen Februar 2010. Wir stehen hier vor dem Tunnel an der Vielstädter Straße, der neu gebaut werden soll, der tiefer gelegt werden soll. Wir haben da eine Durchfahrtshöhe von 3,20 Meter. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist einfach, wenn auf der anderen Seite, wo vor 19 Jahren der Tunnel tiefer gelegt worden ist, LKWs reinfahren und die das vielleicht nicht mitbekommen, dass es hier eine kleinere Durchfahrtshöhe ist als da hinten von 4,60 Meter, dann hängen sie mit ihrem LKW direkt unter dem Tunnel. Und es sind immer große Bergungsmaßnahmen nötig. Eine Alternative wäre vielleicht gewesen, diesen Tunnel hier so zu lassen und auch den Tunnel, der vor 19 Jahren an der Ecke Parkstraße umgebaut worden ist, auch so zu lassen und dann das Ganze durchzuführen bis hin zur Kirchstraße, wo ja auch schon ein Eisenbahntunnel ist. Den hätte man nur ausbauen müssen, tiefer legen müssen und dann hätte man das ganze Problem hier mit den beiden Tunneln nicht gehabt. 1991, 1992, da war die Bauplanung so weit fortgeschritten, dass man damals schon sagte, das hat jetzt 30 Jahre gedauert, bis dieser Tunnel jetzt umgebaut wird. Und das wird wohl die nächsten Jahre dann hier mit dem nächsten Tunnel, wovor wir jetzt stehen, weitergehen. Dem ist scheinbar nicht so. Die Planung zieht sich hin. Das ist also der erste Stand vom Tunnel hier im neuen Jahr 2010. Und wir werden versuchen, ich werde versuchen, hier noch dran zu bleiben. Ich bin Martina Michel, ich bin Anwohnerin der Vielstädter Straße und gehöre zu den Mitbürgern, die gegen den Tunnel sind, weil wir sehen einfach keinen Sinn darin. Warum muss hier jetzt ein größerer Tunnel hin? Warum muss hier ein Kreisel hin, wenn es eine Variante gibt, die wesentlich günstiger ist, um einen Tunnel für die Radfahrer zu bauen? Wir sind dafür, dass die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg gegeben ist, aber wir haben Angst davor, dass es hier noch mehr LKWs und noch mehr Verkehr gibt. Wir haben hinten die Züge im Nacken, wir haben die Züge an der Seite und jetzt sollen wir auch noch den LKW-Verkehr von vorne kriegen und das möchten wir nicht. Und wir kämpfen gegen den Tunnel. Also nach Meinung der Anwohner hier ist es eine Fehlplanung. Es hat viele Jahre so geklappt und es gibt andere Varianten, eben über die Kirchstraße. Und wir fragen uns auch, wie es funktionieren soll, oben an der Parkstraße die Ecke, wie die LKWs denn da aneinander vorbeikommen sollen, wenn die da um die Kurve wollen. Denn es ist nicht breit genug für große LKWs. Genügend. Und das sind mitunter, so viel ich weiß, sogar die Landwirte, die gerne mit ihren Landmaschinen hier durchfahren müssen, um einen kleinen Umweg einzusparen. Vier oder sechs Kilometer würden sie einsparen, wenn sie hier durch unsere Vielstädter Straße fahren können. Und das muss ja nun wirklich nicht sein. Zumal ich mich persönlich als Anwohnerin auch nachts belästigt fühle, wenn die Lohnarbeiter hier mit ihren Mähmaschinen durchbrettern, wenn es um die Maisfelder geht. Also es ist schon lästig. Gut, ich wohne hier zur Miete, ich kann wieder abhauen. Aber Hude hatte, glaube ich, mal die Bezeichnung staatlich anerkannter Luftkurort. Jetzt sind wir nur noch Erholungsort. Was kommt als nächstes? Ja, das war ja nun sehr passend mit dem Zug. Vielleicht haben Sie das eingefangen und konnten hören, wie laut es ist und dass bei uns an der Wand die Bilder rappeln, wenn die Güterzüge hier durchfahren. Wir wissen ja auch noch nicht, was da noch dazu kommt an Zugverkehr. Und dann sollen wir auch noch den ganzen LKW-Verkehr hier durch die Straße ertragen. Und wir finden das gut, dass hier die Pause mit der Ampel ist, sodass wir auch mal über die Straße kommen zu Stoßzeiten. Denn manchmal fragt man sich, wo man hier eigentlich wohnt, an der Autobahn, weil permanent fahren die Autos durch. Und wenn jetzt in beiden Richtungen durchlässig ist, gleichzeitig, dann kommen wir als Anwohner überhaupt nicht mehr über die Straße. Im Übrigen, mein Name ist Eva Neuwinger und ich wohne hier in der Vielstädter Straße. Und wir besitzen hier ein Haus, wir können also nicht ohne weiteres wegziehen. Das geht nicht so einfach. Vor allem bekommen wir das Haus dann überhaupt nicht mehr verkauft, wenn hier der LKW durchrauscht. Und ich finde es auch sehr schade um die Straße, denn wenn hier die LKWs durchdonnern, dann ist das keine schöne Straße mehr. Also ich meine, gut, jeder möchte Ruhe haben vom Haus, aber wir haben hier keine Ruhe. Wir haben hier wirklich genug Lärm und da müssen nicht noch LKW dazu. Neben mir steht Axel Jahns, Bürgermeister der Gemeinde Hude. Ich werde ihm einige Fragen stellen zum Tunnelumbau, zum geplanten Tunnelumbau an der Vielstädter Straße in Hude. Herr Bürgermeister Jahns, an der Vielstädter Straße in Hude wurde 1991-92 der erste Tunnel mit einer Durchfahrtshöhe von 3,20 Meter auf eine normale Durchfahrtshöhe
umgebaut. Bei der Tunneleinweihung 1993 durch den damaligen Landrat Bokelmann wurde darauf hingewiesen, dass die Planung 1996 für den zweiten Tunnel an der Vielstraße Ecke Hohe Straße Ecke Burgstraße abgeschlossen sei und dann mit dem Bau begonnen werden kann. Warum wurde mit dem Umbau dieses zweiten Tunnels an der Vielstraße in Hude noch nicht begonnen? Ich kann natürlich nichts dazu sagen, was von 1993 bis 1998 geschehen ist, weil ich da noch gar nicht im Amt war. Was ich wahrgenommen habe, ist, dass immer schon eine sehr heftige Diskussion um diesen weiteren Durchbruch geführt wurde. Nämlich, da geht es insbesondere um die sogenannte Durchfahrtshöhe. Man muss dazu wissen, dass eine bestimmte Höhe erforderlich ist, weil nur die auch eine Förderung durch das Land erfährt. Und da sitzt also auch der Streitpunkt, sich nicht unnötigerweise Lkw-Verkehre in den Ort zu holen oder auch Alternativen zu planen. Und dann hatten wir auch in 1998, das muss ich dazu erwähnen, oder ab 98 eine Zeit lang in der Konsolidierung uns befunden. Und es kostet alles sehr viel Geld und Kredite. Und jetzt sind wir wieder in der Planung. Und ich bin wirklich jetzt mal gespannt, ob wir einen Durchbruch bekommen. Davon bin ich überzeugt. Aber welche Variation dabei herauskommen wird, ich warte das mal ab. Diese Variationen, die gehen ja auch bei den Anwohnern hier in Hude um und ja. Ich habe da so erfahren, dass die Leute da also dafür sind und auch größtenteils dagegen sind. Wird es irgendwann demnächst mal eine Bürgerversammlung geben, wo man den Leuten mal klipp und klar sagt, hier geht's jetzt lang? Also zumindest werden wir uns in einem Bebauungsplanverfahren befinden und da sind natürlich Bürgerversammlungen nicht nur möglich, sondern sie sind rechtlich auch durchzuführen. Es haben sich Initiativen gebildet, das weiß ich auch. Aber was ich mir wünsche, das ist einfach mehr Sachlichkeit. Es gibt ja einfach auch die Kreiselmöglichkeit, sie ist politisch ja bisher favorisiert mit der Mehrheit des Rates. Und daneben gibt es immer noch die Alternative, den sogenannten Fußgänger- und Radfahrerdurchbruch zu schaffen. Die Bürger werden sich zu Wort melden, das ist jetzt ja auch in letzter Zeit immer zu lesen gewesen, zum Beispiel in der Nordwestzeitung. Und ich habe ein Problem damit, wenn wir über sogenannte Gegnerbezüge reden. Also wir müssen Meinungen sammeln und wir müssen das dann auch zu einem Ergebnis führen. Was ich mir wünschen würde, das ist natürlich auch eine sachliche Diskussion. Und wir leben immer noch in einer Demokratie. Und das bedeutet eben auch, dass man irgendwann Mehrheiten akzeptieren muss. Wir als Verwaltung, wir haben die Aufgabe, loyal diese Abstimmungen auch abzuarbeiten und auch dem Rat zuzuarbeiten und auch den Bürgern zuzubringen. Und das werden wir auch tun. Hier verstehen wir uns auch sehr neutral und das werden wir auch durchhalten. Sie haben eben das Stichwort Kreisverkehr genannt. Wenn der Kreisverkehr kommen soll, dann müsste Land verkauft werden von einer Anliegerin. Die Anliegerin, die will nicht verkaufen. Wie werden Sie in diesem Fall verfahren? Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Also zunächst einmal hat sie das Recht zu sagen, ich möchte kein Land verkaufen. Das ist ein Grundrecht. Und wir werden dann prüfen, ob nicht doch in einem, ich sag mal, vernünftigen Verfahrensweg, damit meine ich Verhandlungen, es nicht möglich sein könnte. Den kann ich aber nicht vorgreifen. Wir müssen erstmal den Bebauungsplan noch abgeschlossen haben. Es wird jetzt vielerseits der Begriff der Zwangsenteignung geführt. Das ist erstmal ein Fehler. Es gibt nur das Enteignungsverfahren, nicht das Zwangsenteignungsverfahren. Aber da sind wir noch gar nicht. Und ich bin im Grunde genommen auch immer noch guter Hoffnung, dass wir eine gute Lösung finden werden. Und ich halte es für falsch, jetzt also unnötig schon Dinge zu transportieren, die noch gar nicht an der Tagesordnung sind. Wir sind in einem Prüfungsverfahren und da gehört eben alles mit dazu. Aber ich drohe nicht, sondern ich prüfe zunächst. Der Landkreis ist ja der Eigner der K226, der Vielstädter Straße in Hude. Ja. Wie weit nimmt dieser Landkreis Einfluss auf die Planung? Oder ist das alles in Gemeindehand? Nein, der Landkreis Oldenburg sitzt natürlich mit uns gemeinsam in einem Boot. Er hat aber politisch klargestellt, dass schon die Mehrheit der Bevölkerung bzw. des Rates muss schon ganz klar signalisieren, wir wollen diesen Kreisel oder wir wollen ihn nicht. Sonst wird er auch ja gar nicht diese Maßnahme auf den Weg bringen. Aber wir sind konstruktiv mit dem Landkreis. Er hat zwar den Vorschlag gemacht, nur den kleinen Durchbruch, also für Radfahrer und für Fußgänger. Aber der Landkreis sagt auch ganz klar, wir warten ab, was die Huder selbst wollen und dann werden wir sehen und das zu Ende bringen. Haben Sie schon eine Vorstellung davon, wenn der Tunnel eventuell einmal gebaut werden sollte, mit Kreisverkehr und wie auch immer, was das kosten würde? Also wir gehen momentan von Kosten in Höhe von ca. 6 Millionen aus. Da ist ein nicht unerheblicher Eigenanteil der Gemeinde Hude mit drin und dann die sogenannten Mittelfördergelder vom Landkreis Oldenburg, die über das Land Niedersachsen kommen. Aber ich sag mal rund 6 Millionen, da kommen sicherlich dann auch Zinsen mit dazu, weil wir in die Vorfinanzierung gehen. Und ich kann heute noch nicht sagen, welche Nebenanlagen wir auf den Weg bringen müssen in der Bauphase. Aber genau dafür haben wir in der kommenden Woche, das ist dann der 10.3., haben wir den ersten
Beratungsgrund hier bei uns im Gemeindeentwicklungsausschuss und dann werden wir sehen, was dabei rauskommen wird. Gibt es schon einen Zeitrahmen, wo der Tunnel, wo die Tunnelplanung absolut fertig sein soll und wo mit dem Umbau begonnen werden soll? Also der Zeitplan, wenn er regulär läuft, der kann nach meiner Auffassung ab 2012 ungefähr loslegen, 2012, 2013, so sehen wir das. Das Bebauungsplanverfahren wird in jedem Fall das gesamte Jahr 2011 beeinflussen. Daneben müssen dann ja die sogenannten Fördermittel auch eingeholt werden. Das heißt also, dann geht es in die sogenannte Feinphase und das muss beim Land Niedersachsen eingereicht werden. Da schätze ich nochmal, das wird auch sicherlich ein Jahr dauern. Also frühester Baubeginn, wie ich eben sagte, 2012, 2013, Fertigstellung dann 2014. Und sollte, was ich nicht hoffe, es zu einem anderen Verfahren noch kommen, also das, was Sie vorher ansprachen mit der Grundstückseigentümerin, dann wird die Maßnahme natürlich noch mehr verzögert werden. Und zwar nicht, weil wir als Gemeinde das verzögern, sondern weil dann natürlich auch die formellen Rechte und die Bürgerrechte zunächst einmal genau geprüft werden. Und da haben wir nur eins zu reichen und wir sind nicht Gericht, wir sind nicht Judikative, sondern wir sind die, die es auf den Weg bringen wollen. Herr Jahns, vielen Dank für die Auskünfte aus erster Hand zum Tunnelumbau in Hude. Ich sage auch Dankeschön und viel Spaß zum nächsten Interview. Vor 14 Tagen haben sich über Zeitungsannonce und allgemeines Gespräch ca. 80 Leute bereit gefunden, in der Klosterschenke zusammenzukommen. Wir haben uns gefreut, dass auch vom Gemeinderat eine Architektin da war, Frau Jans Jansen, hat sich daran beteiligt und Frau Birgit Waschendorf, auch als Architektin mit im Gemeinderat, haben sich auch geäußert. Die erste Planung läuft nun seit 18 Jahren. So lange braucht der Landkreis und die zuständigen Stellen für die Zeichnung vom Straßenbahn Oldenburg-Ost, die auch den ersten Tunnel gezeichnet haben, um festzustellen, dass man über die Kreuzung Ruhestraße, Hohe Straße, Vielzeder Straße unter dem Tunnel durch Vielzeder Straße auf 100 Meter Länge das Ganze tiefer legen will. Man weiß durch Probebohrungen, die vor Jahren schon durchgeführt wurden, dass dort Grundwasser kommt nach 40 Zentimetern und man ist im Treibsand drin. Es ist also äußerst schwierig, neue Fundamente zu machen. Alle Rohrleitungen müssen neu verlegt werden, Kabel wie Abflussleitung, Zuflussleitung, Stromleitung, alles muss seitlich neu verlegt werden. Es sind also ungeheure Kosten damit verbunden. Dann soll dieser Tunnel auch neu gesetzt werden mit einer anderen Breite, also neue Fundamente. Die Kosten sollen sich auf 6 Millionen betragen. Das war vor 3 Jahren in der Gemeinde festgestellt worden. Es waren auch viele Leute da, Anlieger und andere. Vor allen Dingen beschwert man sich, weil ja die Bürgersteige tiefer liegen und die Entfernung der uralten Eichbäume will überhaupt keiner wahrhaben. Die Bürgerinitiative hat es geschafft, diese Zeichnungspläne umzuwerfen und es wird da nicht mehr neu weitergearbeitet. Es ist also für eine Zeit eine Ruhe eingetreten. Jetzt kommt ein Harzer Bode und macht einen Bodeplan und will über fremdes Privatgrundstück, das Frau von Witzleben gehört, zu diesem vorhandenen Tunnel, den er für Fußgänger und Radfahrer behalten will, rechts rüber gesehen zum Tunnel von Vielzeder Straße, Paarstraße, einen Hügel entfernen, will dort einen neuen Tunnel bauen, den man heute durchschieben kann, also innerhalb von ein paar Tagen. Es muss auch bedacht werden, dass genau dort oben die Hochspannungsmasten stehen von der 20.000 Volt Leitung. Es kommen also ungeheure Kosten drauf zu. Es muss ja alles umgebaut werden, bei laufendem Zugbetrieb oder Stillstand oder in der Nacht. Auf der anderen Seite will man ein Grundstück mit einem Haus, das ja auch höher liegt, in einem kleinen Hügel, 1,30 Meter hoch, abkaufen. Man weiß aber, dass dieses Haus dort keinen Wert hat, denn es steht ja schon seit Jahren still, muss es also zum richtigen Nennwert abkaufen, will dann dort alles wegbaggern und sage und schreibe auch im Grundwasser einen Kreisverkehr anlegen. Das würde aber gleichzeitig auch bedeuten, dass der Zugang zum Dixie-Markt kauft, von dem Kreisverkehr aus erschwert wird. Man kann natürlich über Hohe Straße vorher
den Zugang rechts benutzen. Aber der jetzige Zugang vorne, es sind ja zwei Zugänge da, ist schwer zu benutzen. Man muss ja dann vom Kreisverkehr plötzlich raus und man liegt ja auch tiefer. Es sind also ungeheure Erdbewegungsarbeiten erforderlich. Die Bürgerinitiative hat wieder aufgerufen und gesagt, wir können nicht 7,8 Millionen ausgeben und die Fördergelder sind ja in Wirklichkeit nicht da, das ist ja Schuldengeld mit Zinsen. Deutschland hat ja kein Geld, das ist bekannt. Es gibt zwar Fördergelder, wenn große Lastwagen durchfahren können. Darum hat die Initiative den Vorschlag gemacht, diese ganzen ungeheuren Erdbewegungen zu lassen und den uralten Vorschlag, der vor Jahren schon gemacht wurde, bei Kallisch links einen Fußgängertunnel durchzuschieben. So etwas ist heute möglich, in Stahlbetonbauweise, wird mit Öldruck gemacht, oder aber auch in verzinkten Stahl. Das ist nicht so teuer und laut Zeitungsbericht soll es 500.000 Euro kosten. Nach meiner Ansicht, nach unserer Ansicht, kostet das weniger. Ein solcher Tunnel wurde ja auch schwieriger durchgeschoben unter alle Schienen und Gleise, und zwar die Verbindung von Amazone zu früher Mühlenbau-Heims. Ist ja ein langer Tunnel durchgeschoben worden, wo Gabelstapel und kleine Wagen durchfahren. Und hier geht es ja nur um einen Fußgängertunnel. Dann sollte man den Bürgersteig, der rechts 50 cm ist, nur als Kante, damit kein Wagen an die Wand fahren kann, links auch auf 50 cm machen. Dann hätte man auch eine größere Durchfahrtsbreite. Und normalerweise wäre jetzt die Sache erledigt. Wir haben aber eine Durchfahrtshöhe von 3,20 Meter angeschrieben. Wir haben aber auch die Möglichkeit, in Nordenholz ein Schild aufzubauen, dass der Schwerlastverkehr nicht durch Hude fährt, sondern die Nordenholzer Straße nimmt, Buckelsberg-Nordenholzer Straße links ab, fährt dann zur Vierstädter Straße, alte Bundesstraße 75 und kommt wieder zur Hauptstraße, Richtung Bremen oder Oldenburg. Das gleiche Schild könnte man auch aufstellen für den Schwerlastverkehr von Brake, rechts ab den Tunnel Kirchstraße zu benutzen. Dieser ist doppelt breit und hat eine Durchfahrtshöhe von 3,60 Meter angegeben. Es wäre somit in Ordnung. Jetzt liegt aber ein Plan vor, sodass die Klosterruine und unsere Kirche ein verkehrsberuhigter Bereich ist. Das ist soweit in Ordnung. Es steht aber nirgendwo ein Schild, dass man da nicht fahren darf. Ein Lastwagenfahrer, der also Bescheid weiß, fährt ohne weiteres einfacher rechts ab, fährt diesen Bereich, das stört auch niemanden, über die neue verstärkte Begebrücke mit zwei Fußgängerteilen an der Seite dran nachträglich gemacht, kommt dann über die Hogelaufstraße ebenfalls zur Bundesstraße 75. Jetzt will man dort aber kein Schild aufstehen und verfahren Bescheid weiß, der fährt. Die anderen müssen eben den neuen Tunnel nutzen und der andere Tunnel, von dem wir sprechen, links der neue Fußgängertunnel, ist nur 3,20 Meter hoch. Früher gab es keine Tunneldecken mit Stahlbeton, das konnte man noch nicht herstellen. Es waren eiserne Konstruktionen vorhanden, die heute nach 100 Jahren Eisenbahn auch noch vorhanden sind. Dazu muss man sagen, dass doppelt breit über die Runde der Schwerlastverkehr geht, Schwerlastverkehr fährt, und dass diese Hundebrücke eine Fachwerkgitterbrücke ist, die man sogar heben und senken kann mit Gegengewichten und die sehr lang über die Runde geht. Eine einfachere Brücke ist für die Eisenbahn in Neumühlen und geht schräg über die Beke. Dort liegen denn die Schwellen ohne Schotterbett, ohne Beton im Untergurt des Trägers. Es ist eine Zeichnung hergestellt worden, mit der man genau feststellen kann, es ist eine Fotomontage, dass dies auch möglich ist, Vielstädter Straße durchzuführen. Es würde dann noch 70 cm Tunnelhöhe mehr werden, also 3,20 Meter und Sicherheitsbereich um 70 cm, also rund 4 Meter. Und damit muss man zufrieden sein. Dieses sollte jetzt vorgebracht werden für die Gemeinde, für den Landkreis und für das Straßenbauamt Oldenburg-Ost
einmal diesen einfachen Plan zu überlegen, mit der Eisenbahn zu besprechen. Eine ähnliche Brücke ist auch zwischen Bremen und Achim. Dort fährt die Eisenbahn über diese Fachwerkgitterbrücke und unten fahren die Autos durch, Lastwagen auch, es ist nichts tiefer gelegt.